Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Anzock-Session. Wir zocken heute ein Spiel namens Wild Mender an. Das ist ein Abenteuer-Survival-Game, also laut dem Text hier, mit Open World. Und es schaut von der Grafik her richtig nice aus. Also ich finde, die Grafik schaut richtig geil aus. Man kann bei dem Spiel craften. Es gibt irgendwie solche Artefakte, mit denen man was machen kann. Dann gibt es so magische Fabelwesen. Man kann auch mit mehreren Spielern zusammenspielen. Man kann in dem Spiel fliegen. Man kann mit Gegnern kämpfen. Und ich habe auch im Trailer gesehen, man kann auch gegen den Boss kämpfen. Und ja, das schaut einfach richtig krank aus. Und ja, da wollen wir uns mal einen ersten Eindruck verschaffen. Es gibt eine kostenlose Demo auf Steam. Bei den Konsolen gab es das Spiel bisher nicht. Soll aber, wenn das Spiel released wird, soll es dann auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X auch erscheinen. Und geplantes Veröffentlichungsdatum soll erst nächstes Jahr 2023 sein. Ja, gucken wir mal rein. Also man kann das Spiel auch mit Controller zocken. Also ich zocke jetzt hier mit dem Xbox Series X Controller. Und hier in den Optionen gibt es einmal die Grafik kann man einstellen, Sound, Gameplay, genau, dann sind hier die Tastenbelege und hier die mit Controller. Ja, ganz cool. Und ich würde sagen, wir gehen direkt bei New Game rein. Der Anfang schaut auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Okay, es hängt ein bisschen. Ich habe jetzt schon, keine Ahnung, vor ein paar Sekunden draufgeklickt und es hängt immer noch. Ja, ist nicht unüblich für ein Steam-Game. Ja, Alter, ich bin schon so gespannt. Ich finde die Musik auf jeden Fall schon mal sehr schön. Es erinnert mich so ein bisschen an, keine Ahnung, Avatar? Von den Vibes her. Okay, Ladezeiten sind echt abartig. Keine Ahnung, ich warte jetzt hier schon mindestens eine Minute. Alter, okay, das ist echt abartig. Keine Ahnung, ich warte hier, glaube ich, schon seit 3 Minuten und es hat sich irgendwie kaum bewegt. Alter, okay, das ist echt abartig. Das ist not so cool. Ja, ich werde die Ladezeiten einfach rauscutten, also das müsst ihr euch natürlich nicht antun. Okay, also die Ladezeiten waren jetzt komplett abartig. Ich habe jetzt mindestens 5 Minuten oder so gewartet. Aber das ist egal. Hauptsache, wir kommen rein und ich bin schon so gespannt. Okay, scheinbar ist es sogar mit einer Geschichte. Also mit einer Story. Get away from here. Ui. Alter, okay. Können es auch überspringen. Ich würde mal ein bisschen reingucken. Vielleicht dauert es ja gar nicht so lang. Okay, was mir schon mal auffällt, ist, dass es voll ruckelt. Aber ja, das Game ist ja immer noch in der Demo-Version. Also kann sich natürlich noch ändern. Okay, eine strange voice sagt, I could use irgendwas. Okay, der war schneller. Ah, wir können uns schon bewegen. Okay, also mit dem linken Stick können wir uns bewegen. Mit dem rechten machen wir halt mit der Kamera rum. Alter, das ruckelt schon ordentlich. Okay, ich finde die Grafik eigentlich ganz cool. Also dafür, dass es ein Steam-Game ist. Ich finde auch das Charakterdesign voll schön. Erinnert mich so ein bisschen an Zelda irgendwie. Okay, da ist ein Guide-Spirit. Dem können wir talken. Okay, was ich jetzt nicht so cool finde, ist, sobald ich irgendwie einen Controller-Taste drücke, dann bringt er mir die Maus ins Bildschirm. Okay, was steht hier? Guide Spirit Uncovered Crystal Shard. Help the voice emanating from the shard out of the sand. Ja, also ich bin jetzt nicht so von Englisch bewandert. Ah, talk. Auf X. Ah, cool, das ist ein Geist. Oh dear, you don't look so well yourself. Go fill your bottle. Ah, cool, das ist quasi, der uns jetzt ein bisschen so Tutorial beibringt. Okay, wie können wir das füllen? Ah, mit A können wir... Ah, da rechts oben steht die Anleitung, was wir machen können. Okay, collect and drink water. Ich glaube, Sprachausgabe habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, auf 7 war das, genau. Das gibt es noch nicht auf Deutsch, nur auf Englisch. Press LT. Ah, cool. Und mit LB können wir das saufen. Perfekt. Die Sonne ist heute heiß. Alter, ich finde es irgendwie voll cool. Alter, es sieht voll so mysteriös aus, so als ob es hier voll viele Geheimnisse zu erkunden gibt. Stand auch in der Textbeschreibung. Ich bin mal gespannt. So, ich fülle mal nochmal auf. Ui, okay, das geht sogar leer. Das heißt, es sind begrenzte Ressourcen. Okay, cool. You need a workbench. Was hat er gesagt? Okay, ja. Okay, wieso redet er jetzt nicht? Ich drück doch RB. Okay, jetzt sollen wir eine Werkbank, glaube ich, heißt das, herstellen. Was ist das? Ah, hier ist ein Fragezeichen. Aber ich kann nicht damit interagieren oder irgendwie. Das können wir hier machen. Was ist das? Sieht aus irgendwie wie so ein Teleporter. Was ist das? Okay, keine Ahnung. Stand jetzt nichts. Ich finde, muss sagen, das Menü sieht ganz angenehm aus. Also, ist
Kein Krebs für die Augen jetzt. Okay, was, wir sollen Holz und Sandsteine suchen. Ah, okay, hier ist Holz. Pick up mit Y. Okay, nice. Ui, was ist das? Desert. Ah, cool, wir können das scheinbar pflanzen. Und da unten wird sogar angezeigt, wie, keine Ahnung, die Nährwerte vom Boden sind. Okay, voll cool. Growrate 100%. Okay, geil. Ui, das ist sogar noch besser. Ja, müsste man natürlich jetzt voll Englisch könnten. Okay, voll cool. Finde ich irgendwie auch wieder schon so ein besseres Animal Crossing. Ist jetzt kein Survival Game, aber es geht ja auch mehr so in die Crafting-Richtung. Ja, und dieses Dinkum, was wir da auf dem Kanal mal gezockt haben, das war auch echt krank. Okay, was ist das? Ah, man sieht sogar die Nährwerte von dem Gras. Okay, aber ist erstmal uninteressant. Wir sammeln jetzt erstmal die Sachen ein. Ja, B. Und perfekt, das haben wir voll. Jetzt brauchen wir noch Sandsteine. Alter, das schaut schon cool aus. So voll die offene Welt und voll viel zu erkunden. Okay, was ich nicht ganz verstehe, ist, was das da links oben ist. Ob das irgendwie Tageszeit ist? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Irgendwas. Okay, hier haben wir einen Sonnstein. Nice, einer. Wir brauchen zwei. Ah, hier ist der andere. Alles Klo. Okay, cool. Alter, hätte schon Bock, am liebsten dahin zu gehen. Aber reden wir erstmal mit ihm nochmal. Wir müssen ja irgendwas herstellen. Wir müssen eine Werkbank erstmal. Okay, press das Ding da, um Strukturen herzustellen. Ah, okay, cool. Alter, ich muss sagen, mir taugt das voll. Also auch vom Stil her, wie das designt ist. Das erinnert mich, das ist so, keine Ahnung, so ägyptisch, mythisch irgendwie. Das triggert mich voll. Also mir gefällt es. Okay, immer wenn wir ins Menü kommen, kommt die Maus rein. Okay, mal craften. Und jetzt muss man sie plotzieren. Machen wir das doch mal hier hin. Ich denke, dieser Ort wird öfter... Keine Ahnung, sieht aus, als ob wir hier öfter mal herkommen. Okay, nice. Geht voll schnell. Einmal interagieren. Ah, wir sollen uns quasi eine Waffe herstellen. Okay, da brauchen wir zwei Äste. Die haben wir. Nice. Should breaking down dead plants, even trees, a bit easier. Ach so, okay. Dachte, das wäre eine Waffe. Aber ja, ich verstehe, es sieht aus wie eine Sichel. Ich glaube, so heißt es. Okay, wie setze ich die ein? Mit Y? Nee. Put down Unicorns. Achso, nee. Hä, was muss ich jetzt machen? the Sickle can be used to harvest materials from plants. Oh, kann man auch als Waffe benutzen, steht da. Und man muss Pflanzen. Obschneide. Sorry, Mol. Okay, das leuchtet ja schon. Scheinbar kann man... Nee. Place. Ah, cool, wir können sogar klettern. Da mit X. Hey, cool, okay. Alter, ich bin voll gespannt. Also ich muss sagen, mich triggert das voll, so ein Game. Ist auch ein bisschen anders, als ich das so kenne von den anderen. Okay, aber wie zur Hölle tun wir die abschneiden? Das steht hier nirgendwo. Oder sind es die falschen Pflanzen? Okay, Deadfell sollen wir auch. Das waren doch diese kleinen, oder nicht? Da wieder. Nee, das ist Dunkras. Ah, oh Mann. Ah ja, links unten steht es, da LT. Mit LT können wir cutten. Ah, cool, man sieht sogar die Anzeige, wie lange man noch braucht. Hier. Alter, voll cool. Also mir macht es voll Spaß. Also es zieht mich voll rein. Ich hätte schon richtig Lust, es zu zocken. Also wenn es auf jeden Fall ja nicht so ruckeln würde und natürlich schon fertig wäre, ne? Könnt ihr mal eure Meinung sagen, was ihr so bisher haltet? Wir sind ja ungefähr bei 7 Minuten oder so. Also hat auf jeden Fall, finde ich, eine Motivationskurve, also eine gute. Okay, was ist das? Spirit. Okay. Kann man irgendwie Edelsteine auffüllen? Wahrscheinlich hat es was mit dem Wasser zu tun. Okay, da hinten haben wir noch.
Community. Wie ich auch gerade sehe, dieser Wutensickel, also unsere Sichel, die verbraucht sich nicht. Also die geht nicht kaputt, ich sehe zumindest keine Anzeige. Okay, jetzt brauchen wir wieder Holz. Ah, wahrscheinlich müssen wir jetzt zu dem... Der Move ist ein bisschen komisch, also man sieht von dem Typen nie sein Gesicht von vorne. Also hier so ein bisschen von der Seite. Okay, gerade hatte ich es gehabt. Boah, da wird es ruggelt. Alter, okay, jetzt hat es sogar gehangen. Okay, man muss es nicht komplett kaputt machen. Kommt schon vorher was raus. Hoppla. Mein Holz! Holzi, Holzi, Holz. Gib mir mein Holz. Nice. Alter, voll cool. Ah, wir haben drei gebraucht. Things look very roof around here. Okay, finde ich cool, das Tutorial. Also so kommen schon mal die Basics beigebracht und alles von ihm. There should be some seeds in the soil and the dunce nearby. Aha. Ah, was? Okay, mit dem Gras und dem Holz können wir Sachen herstellen. Ah ja, und das müssen wir hier in der Werkbank machen. Okay, cool. Okay, was ist das? Sieht aus wie eine Paddel. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ah, ist eine Schaufel oder was? Okay, was ist das jetzt? It also known for its ability. Okay, schon ein bisschen doof, dass es noch nicht auf Deutsch gibt. Aber ich denke, kommt schon klar. Also, I seem to remember. Nichts verstehen. Mein Englisch ist leider nicht so ausgebaut. Okay, also quasi neben dem Gras sollen wir die benutzen. Ah ja, das ist eine Schaufel. Okay, hier oder was? Ah, cool. Alter, cool, das geht so nach unten. Alter, okay, cool. Und was sollen wir damit machen? Sollen wir die da ausbuddeln oder was? Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Cool. Okay, das sind solche Samen. Kann man scheinbar dann frisches Gras, wenn ihr versteht, was ich meine, kann man frisches Gras anpflanzen. Perfekt. Was? Okay, wir sollen sie neben Wasser einpflanzen. Ich denke, das hier ist eine gute Stelle. Oh, da ist noch was. Nice. Okay, hier sieht es doch gut aus. Okay, das ist Menü. Cool. Okay, das sieht voll schön aus. Also voll angenehm. Wie steuere ich hier? Okay, hier gibt es auch einen Chat. Okay, wie komme ich da raus? Okay, wie komme ich jetzt in diesen Chat raus? Ich weiß gar nicht, wie ich den angemacht habe. Alter, das ist scheiße. Weil wenn ich im Chat bin, kann ich mich nicht im Menü rumbewegen. So, jetzt so. Okay, man muss sich mit dem linken Stick bewegen. Okay, hier haben wir unsere Kleidung. Haben die auch irgendwelche Skills? Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Werte? Wir können die Farben verändern. Können die Farben verändern. Okay, cool. Mit dem rechten Stick machen wir den Außenbereich und mit dem linken hier den das quadratische Bereich halt. Okay, cool. Ja, wenn man... Ja, ich bin von sowas her ein Fan. Ich liebe es, so einen Charakter umzugestalten. aber das machen wir jetzt nicht alles. So, wie komme ich da hoch? Mit RB und LB. Okay, all seeds, food, resources, crafts und gear. Gear weiß ich gerade gar nicht, was das ist. Glaube ich Ausrüstung, oder? Okay, was sollen wir machen? Diese Grasdinger da. Okay, ich verstehe es nicht. Alter. Okay, das nervt schon da unten mit dem Chat. Wofür auch immer der gut sein soll. Okay, jetzt bin ich bei den Pflanzen. Wir können es sogar essen. Und da unten steht hier, mit rechts gibt Pflanzen. Okay, cool. Jetzt sehen wir, wie gut der Bereich dafür ist. Was steht da unten? Water wet, healthy und grow weight ist bei über 100%. Perfekt, oder? Alle voll geil. Ich finde es richtig cool. Auch schön alles hirngerecht gemacht. Okay, machen wir hier das nächste. Die braucht ja Water. Wie viele sollen wir pflanzen? Eine reicht. Wie viele haben wir denn? Mach mal einfach mal alle. Gucken wir mal einfach.
Bin mal gespannt, wie lange das denn braucht zum Wachsen. Okay. Okay, wir sehen hier die Lebensanzeige und was die blaue ist. Ah, ist wahrscheinlich das Water. Hold nach unten und... Ah, cool. Wir haben hier sogar ein... Oh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, auf jeden Fall hier so ein Menü. So ein Shortcut. Wo unsere Ausrüstung ist. Und wir brauchen unsere Wurse. Unser Water. Und das können wir mit RT düngen. Düngen, sag ich schon. Befruchten. Okay, geil. Alter, voll geil. Also mich triggert das voll. Also es zieht mich voll durch. Es macht voll Spaß. Okay, das war's, oder? Look for alternative... Ah, damit machen wir Essen. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, explore for temporary food sources. Okay, wir sollen nach besserer Nahrung suchen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Vielleicht ist hier was anderes zum Buddeln. LT. Finden wir, der Steuerung ist auch voll angenehm. Also, keine Ahnung, bei den anderen Steam-Games war irgendwie alles so komplett verwirrend. Hast nicht verstanden, so warum, also wie die Tasten belegt sind. Aber hier ist es voll angenehm. Okay, wo sollen wir denn gucken? Sollen wir einfach rumlaufen oder was? Sag mal was. Gib mir mal einen Tipp. Okay, hat keinen Tipp. Okay, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal dahinter. The Rainbow Cactus will survive. Ah, Kaktus gibt's hier. Okay, danke für den Tipp. Guter Mann. Examine. Oh, in UK. Water. Ah, wir sollen das bewodern. Okay. Okay, haben wir gemacht. Und jetzt? Ah, jetzt können wir es benutzen, können wir es aufheben. Ah, cool. Okay, können wir das nochmal machen? Nee. Ah, scheinbar nur, wenn die Wasseranzeige leer ist. Vermute ich mal. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, vielleicht geht es wegen dem Tutorial nur bei dem einen. Wo ist sie nicht? Alter, voll geil. Das sind auch so Sachen, wo ich noch nie gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht so viele Survival Games gespielt, aber das schaut auf jeden Fall voll geil aus. Was soll man machen? Open your backpack und dann können wir es nosche. So, hier. Cool, dann sieht man auch, es gibt uns ein bisschen Flüssigkeit, Leben und Nahrung. Okay, geil. Alter, voll geil. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ah, jetzt verstehe ich, was die Anzeigen da oben links sind. Das rechte ist ein Apfelsymbol. Das steht für Nahrung und das linke ist halt unser Flüssigkeitshaushalt. Ist natürlich auch sehr wichtig, ne? Vor allem hier in der Wüste. Okay, go collect some copper at the quarry. Enjoy your spade and dig up one copper. Okay, kein Plan, was das heißen soll. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, er gibt uns auch keinen Tipp. Mit A. Ah, cool, wir können sogar so Seite dashen. Aber nicht immer. Okay, ist das verbuggt? Also ich drücke mehrfach drauf, aber der macht nur einmal einen Sprung. Okay, wo ist sie nicht? Was das zu bedeuten hat. Okay, was? Digabun Cooper, ist das das oder was? Rootbeard Fungus. Alter, was zur Hölle ist ein Cooper? Ah, ein Stein, oder was? Weil der leuchtet schon so grün. Alter, geil. Ich bin auch so gespannt, was da noch kommen wird. Also da waren ja Kämpfe, man kann mit anderen Spielern zusammenspielen. Und dann waren da auch Bosse. Also voll verrückt. Kenne ich so nicht von einem Survival-Game. Obwohl, hängt davon ab, welches. Okay, wie machen wir das jetzt? Alter, ich kann mit diesen englischen Begriffen nichts anfangen. Equip your spade. Okay, das müssen wir auf jeden Fall benutzen. Aber das können wir noch nicht hier benutzen, oder? Was ist das für ein Dance-Move, Alter? Okay. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht rennen kann. Weil vor allem, wenn es ja ein Open World ist, wird es ja hier viel zu erkunden geben. Aber ja, wie gesagt, man kann ja irgendwann fliegen. Und mit einem Schirm. Oder man kann auch einfach so fliegen.
Das ist dann halt dann schon ein bisschen hohl. Okay, was zur Hölle ist ein Cooper, Alter? Oh, da haben wir wieder einen Sandstein. Okay, der war da vorhin gar nicht. Ist das ein Cooper? Equip your spade and dig up one Cooper. Alter. Verstehe von der Logik auch nicht her, was ich machen soll. Also, ich habe da nicht so aufgepasst. Das kann man nicht auslöcheln. Hey, ich kapiere nichts. Hier leuchtet auch irgendwie nichts. Außer der Stein da hinten, aber was soll ich mit dem machen? Dig up one Cooper. Alter, okay, ich muss das mal kurz nachschauen. Okay, ich habe jetzt mal nachgeguckt, aber ich verstehe absolut nur Bahnhof. Da steht nur irgendwas von Bücher oder kann er irgendwelche Fassbinder. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich würde einfach sagen, ja, wir beenden einfach das Spiel ab hier. Wir haben ja schon einen ordentlichen Eindruck gemacht. Also ich denke, hier wird es noch viel, viel mehr zu erkunden geben und viel mehr Möglichkeiten geben, was man hier alles machen kann. Und ich finde, für den ersten Eindruck reicht es voll. Also ich würde das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Es zieht voll durch, es macht voll Spaß. Die Grafik ist richtig geil. Also ich finde die richtig geil. Mir taugt das voll. Es ist voll gehirngerecht gemacht mit den, Waffen, mit der Ausrüstung. Dann das Menü ist voll schön. Voll angenehm und übersichtlich. Also wenn das rauskommt und dann noch auf Deutsch, würde ich es mir auf jeden Fall holen, Alter. Also ich finde, das lohnt sich voll. Und vor allem, wenn man auch so versteht, würde ich mal so, das ist very hohl. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet, ob ihr euch's holt, ob euch sowas taugt. Vielleicht kann man das ja auch zusammenspielen, falls einer von euch sich das dann auch holt. Ansonsten würde ich mich an der Stelle verabschieden und schaut euch auf den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.